Ja, jetzt kann so eine gemischt-quadratische Gleichung, wie gesagt, auch mal so aussehen. Wir müssen sie, um sie lösen zu können, immer auf die Form 0 ist gleich kommen. Hier in diesem Fall gibt es auch nichts auszumultiplizieren. Wir können auch noch nichts zusammenfassen. Die 4 hier drüben stört die minus 4. Wir bringen sie mit der Gegenoperation plus 4 erstmal auf die andere Seite, sodass wir folgende Form hier entsprechend gleich haben. Dann haben wir hier drüben stehen plus und hier 13 ist gleich 0. Und das ist jetzt die sogenannte Nullform und mit der können wir jetzt unsere ABC-Formel oder PQ-Formel direkt anwenden. Wir markieren uns noch geschwind, wo sind unsere einzelnen Werte. Hier vorne entsprechend haben wir das. Das wäre unser C-Teil und das wäre unser B-Teil. Und dann setzen wir das Ganze in die ABC-Formel ein. Ja, wir haben das soweit eingesetzt, kommen jetzt an diese Stelle und hier sehen wir wieder eine Besonderheit. Es wird keine Lösung geben. Warum? Weil die Diskriminante, also sprich der Rechenausdruck hier unter unserer Wurzel, eine negative Zahl annimmt und negative Zahlen sind bekanntlich unter der Wurzel nicht definiert. Das heißt, wir können da keine Wurzel rausziehen und das bedeutet dann auch, dass wir hier keine Lösung haben. Wie würde das Ganze grafisch aussehen? Das legen wir vielleicht auch nochmal kurz hin. Das würde eben so aussehen, dass unsere Parabel, wenn wir als Beispiel diese hier nehmen würden, einfach nach oben setzt, sodass sie weder die X-Achse quasi nicht berühren kann. Das wäre grafisch so im Prinzip der Fall. Heißt keine Berührpunkte mit der X-Achse. Ist also auch eine Möglichkeit. Es gibt nicht immer nur Lösungen. Wie schreibe ich das dann hier entsprechend als Lösungsmenge? Als Lösungsmenge notiere ich das so, ein L und eine geschweifte Klammer ohne Inhalt. Das ist die sogenannte leere Menge. Und diese leere Menge wird geschrieben und bedeutet keine Lösung der Gleichung. Ja, diese Gleichung formen wir entsprechend mal um. Das heißt, das ist jetzt völlig egal, wie wir das machen. Wir müssen nur die Nullform eben herstellen. Wir können hier entweder das mit minus 2x² rüberholen oder die anderen Teile rüber. Das ist gerade wirklich egal, wie wir das Ganze machen. Es wäre auch egal, wenn das a-Teilchen entsprechend ein negatives Vorzeichen hat. Wir tun uns ein bisschen leichter, wenn es positiv ist. Deswegen bringe ich es auf diese Seite alles rüber. Habe dann entsprechend folgendes hier stehen. Ist gleich 0, das wäre meine Nullform. Ja, jetzt müsste ich mit der PQ-Formel erst durch 2 dividieren, dass ich hier weitermachen kann. Mit meiner ABC-Formel ist es überhaupt kein Problem, deswegen ist sie auch ein bisschen flexibler und ich kann hier direkt meine ABC-Form anwenden. Eingesetzt in die ABC-Formel sieht es dann wie folgt aus. Wir haben hier jetzt einen Wert eben für a von 2 stehen und es funktioniert. Wir haben jetzt hier einen positiven eine positive Diskriminante, das sieht man relativ schnell. Plus minus Wurzel aus 144 minus 80 durch 4. Ich fasse das gleich mal zusammen. Und da sieht man schon, es muss 2 Lösungen geben, weil die Diskriminante hier entsprechend positiv ist, größer als 0 ist. Und damit habe ich entsprechend das Ergebnis. Ja, Wurzel 64 sind natürlich geschickte Zahlen, können wir im Kopf das Ergebnis bilden. Das heißt, wir haben hier folgende Möglichkeit, minus 12 plus minus 8, 8 mal 8 sind 64, das heißt das Ergebnis dieser Wurzel. Und wir haben hier einen Wert für x1, minus 12 minus 8, oder minus 12 plus 8, fangen wir im Positiven an, durch 4. Sind entsprechend minus 4 durch 4 ist minus 1. Und wir haben einen Wert für x2 mit minus 12 minus 8 durch 4. Sind also minus 20 Viertel gleich minus 5. Das heißt, meine Lösungsmenge wäre hier in diesem Fall minus 1 und minus 5. Eine Möglichkeit, ihr seht, ihr habt zum ersten Mal 2 Lösungen und das nochmal als Erinnerung, wir haben die Nullstellen bestimmt. Nullstellen heißt ja, wie gesagt, den Durchgang durch die X-Achse. Das war unsere Aufgabe. Ja, kommen wir nun zur letzten Gleichung, die ich mit euch gemeinsam lösen möchte. Wir haben hier entsprechend
Folgendes gegeben und müssen das zuerst mal umformen. Es ist völlig egal, auf welche Seite wir das Ganze bringen. Wichtig ist nur, wir müssen die Gegenoperation immer anwenden. Minus 8x und plus x². Wir sortieren die quadratischen Teile. Die Variable entsprechend wird sortiert. 10x minus 8x ist plus 2x minus 15 gleich 0. Wir haben hier wieder unseren A-Teil, der wäre 1 in diesem Fall. Ich schreibe es nochmal hin, ist meistens ja der Fall, dass es 1 ist. Das wäre unser B-Teil oder auch P-Teil manchmal genannt. Und der C-Teil hier oder auch Q-Teil genannt. Ja, kommen wir wieder zum Einsetzen entsprechend in unsere ABC-Formel. Ja, wichtig hierbei ist, da habe ich ja schon mal darauf hingewiesen, dass der komplette Wert ersetzt wird. Also für entsprechend B wird die 2 eingesetzt und hier hinten für C wird in dem Fall sogar minus 15 eingesetzt. Ja, wir notieren uns das wie folgt dann und rechnen das Ganze auch unter der Wurzel jetzt aus. Quadrieren wir zuerst, bilden hinten das Produkt. Minus mal Minus ergibt plus 60 durch 2. Haben hier also eine positive Wurzel. Bedeutet dann automatisch, dass wir, wenn die Diskriminante positiv ist, ja, dieser Teil, Diskriminante genannt, positiv ist, wir also zwei Lösungen haben. Und wir haben hier jetzt plus minus Wurzel aus 64 halbe. Heißt also, wir haben zwei Ergebnispaare. Und zwar haben wir einmal 8 mal 18, 64, also die Wurzel gezogen, haben einmal x1 mit minus 2 plus 8 durch 2. Minus 2 plus 8 sind also 6 halbe, also sprich die 3 als Ergebnis. Und wir haben x2 mit minus 2 minus 8 halbe sind minus 10 durch 2, also minus 5 als Ergebnis. Ja, wir hatten es ja vorhin von Parabeln. Schaut her, das sieht dann wie folgt aus. Das wäre das Schaubild dieser entsprechenden Funktionsgleichung. Wir haben hier oben die Durchgänge durch die entsprechende x-Achse. Ja, Ergebnis 3 und minus 5, das waren ja unsere Ergebnisse, die wir hier hatten. Und das bedeutet grafisch eben Folgendes. Das sind unsere Durchgänge durch die x-Achse. Ja, ich hoffe, dass ihr so ein kleines bisschen was gesehen habt, wie man quadratische Gleichungen löst, welche Lösungsverfahren es dort gibt. Und das ist einfach eine knallharte Übungsaufgabe, da müsst ihr ständig ran. Das heißt, egal ob das die ABC-Formel ist oder entsprechend mit der PQ-Formel gelöst wird, ihr müsst ständig das ganze Ding üben und einsetzen. Nur so funktioniert es und könnt ihr es auch lernen. Ich weise nochmal darauf hin, das waren im Prinzip die Schritte, die wir immer durchgeführt haben. Wenn es notwendig ist, wird ausmultipliziert. Es wird immer sortiert nach quadratischen Teilen, Variable, Zahl. Sprich, auf eine oder auf die andere Seite bringen. Das ist völlig egal, auf welche Seite ihr das Ganze stellt. Zusammenfassen müsst ihr, falls notwendig. Und auf die Nullform bringen. Und erst dann, wenn es auf der Nullform ist, dann könnt ihr weitermachen. Ja, ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr ganz arg viele Erkenntnisse habt. Und wie gesagt, viel Spaß und auch hoffentlich viel Elan beim Üben.